Herzlich willkommen zu einem weiteren Review von Shisha for You. Ja, wir testen heute für euch den Bisan Power mit. Ja, wir haben den schon mal getestet, aber diesmal die neue Rezeptur mit mehr Menthol enthalten. Vielen Dank an www.shisha-net.de, der uns den Tag zur Verfügung stellt, weil wir der Meinung waren, dass der Power mit erste Produktion nicht so gut war und er jetzt der Überzeugung ist, dass die zweite Produktion auf jeden Fall besser ist. Ja, links unten könnt ihr Schnitt, Kopfaufbau und alles andere sehen, wie sonst auch immer. Wir rauchen mit der Shisha im NG615 in der blauen Fassung und dem Egelglasschlauch. Und Finn wird jetzt was zum Geschmack sagen. Ja, ein sehr leckerer Tabak. Ich fand ja schon den anderen Tabak, die erste Produktion, sehr lecker. Der setzt da auf jeden Fall, finde ich, jetzt nochmal was drauf. Beim Anrauchen war das irgendwie noch nicht so der Fall. Jetzt aber langsam entwickelt er richtig dieses richtig herbe, minzige. Es ist auf jeden Fall keiner der süßen Minztabaksorten, wie wir schon gesagt haben. Er erinnert eher an den Fantasia Wild Mint. Eben dieses herbere, diese wilde Minze kommt auch irgendwie hier ziemlich gut rüber, nur dass er echt noch ein bisschen intensiver ist. Und ich muss sagen, nicht nur für deutschen Tabak, sondern für Minztabak generell. Ja, ich kann dem nur zustimmen. Guck mal weg. So, um einen kleinen Vergleich anzustellen, vielleicht kennen einige von euch ja Schabedli-Minze, der ist ja gleichzusetzen mit dem Alvaha-Minze. Da könnt ihr ja sogar sehr leicht rankommen. Diese ganzen Minzsorten ähneln sich sehr. Um diesen Tabak in eine Stufe einzuordnen, könnt ihr euch vorstellen, dass der Bisan Power Mint neue Rezeptur zwischen dem Alvaha-Minze und dem sehr heftigen Schabedli-Minze steht. Sehr heftige Produktion, die kann man kaum rauchen. Da blenden wir jetzt auch nochmal hier einen Videolink ein von Stegen, unserem Kollegen. Der hatte mal die heftige Produktion getestet. Die hat mir echt vom Hocker gehauen. Ja, und diese Sorte kann man genau dazwischen stellen, denke ich. Deswegen gibt es von mir wegen einem Minztabak, der sehr gelungen ist und nicht süß schmeckt, 9,5 von 10 Punkten. Ja, von mir kriegt er auch 9,5 von 10 Punkten, da wir wissen, dass es sogar noch minziger geht. Da wir den Tabak auch geraucht haben, diesen echt ganz schön starken Servetli, sind, denke ich, die Punkte berechtigt. Es gibt auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung. Der Tabak ist ziemlich gelungen, wie wir finden. Und rauchen tut er auch ganz gut. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Review wieder. Bis dann. Haut rein.